Also der Gott, den ich mittlerweile kennengelernt habe, für mich, der sagt, er, der ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber also so schlimm ist auch nicht. Also der darf dabei bleiben. Irgendwann falle ich um und dann ist vorbei. Ein Horrorszenario. Und es waren natürlich meine Ängste und ich habe die natürlich alle vor Gott gelegt. Und trotzdem hatte ich von innen so eine Kraft, die nicht von mir ist. Und die habe ich, das ist immer wieder aus der Erinnerung, denke ich, wie konnte ich das damals so durchstehen? Natürlich habe ich immer wieder Momente gehabt. Und heute ist es gerade andersrum, dass es unheimlich viele Spieler gibt in allen Ligen, die Gott suchen, die Halt im Glauben finden auch. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Bibelkreis bei Rafinha zu Hause. Hat er seine Trommeln, seine Bongos dabei? Na, da gibt es einen, der kommt oft öfters mit der Gitarre, der singen wird. Sitzen da gemeinsam zusammen und reden über Jesus und Gott. Ich glaube, da den Unterschied zu finden zwischen Jesus liebt dich wirklich immer und nimmt dich mit allen Ecken und Kanten und mit allen Fehlern, die du machst. Und du musst nichts bringen. Und du musst nichts bringen. Und auf der anderen Seite ist es das Geschäft, wo die Leute vielleicht auch mal zu Recht sauer sind, dann muss man das, glaube ich, unterscheiden können. Meine Kraft liegt in Jesus. Er ist mein Wegbegleiter schon seit der Kleinen auf. Viele, die mitkriegen, dass ich Christ bin, die können es gar nicht glauben, weil ich eigentlich so ein lebensfroher Mensch bin, so ein Quatschkopf bin. Der Glaube führt mich durchs Leben und ist meine Reißleine, ist meine Leitlinie, ist für mich einfach unendlich wichtig. Ich lebe es meinem Empfinden nach nicht immer genug, habe aber das Gefühl, dass das verstanden wird. Was mir total Kraft gegeben hat, war einfach, ich habe das 3-4 Mal gelesen, das Neue Testament, einfach Geschichte von Jesus, was das für eine starke Persönlichkeit war. Und dann denkst du dir, guck mal, was der für andere Menschen getan hat, was der durchlebt hat. Und du hast eine Verletzung, du hast immer noch genug. Und hast eine Verletzung und heulst rum sozusagen. Du merkst einfach, dass du es trotzdem gut hast. Das ist nicht, Fußball ist nicht alles. Darum geht's ja. Gott lässt dich nie allein.